Hallo und willkommen zurück zu The First Templar. Willkommen. Er macht jetzt ein episches Mann, Duell stimmt mit diesem nicht. Low Bob, der gar nichts kann. Au. Au. Sollte sich von Low Bob vielleicht nicht Eigentlich bin ich schlagen an. lassen. Ihr führt das Schwert So. wirklich, Meister? Ich So, wollte ihn doch tschüss. umbringen. Ich meine, machen wir ja eh gleich. Ja, das kommt aber erst jetzt. Sequenz. Ritter, ich befehle euch, Sir Sillon zu ergreifen. Er hat den Orden verraten. Zeigt keine Gnade. Wir müssen weg von hier. Was? Ich komme mit eins nicht voran. Wenn ich nur eins smashe, kriege ich die Schilder nicht weg. Nicht so gut. Ja, sehr gut. Ohne Schilder geht es gleich. Business. Oh shit. Ich smashe eins weg. Lässt mich nur durch. Und runter. Dann muss er vielleicht auch mal blocken. Vielleicht. Warte mal, wir könnte ich sollten das vielleicht machen? auch mal was Ach so, essen. okay. Bleib in meiner Nähe, dann heilst du mit. Oh, okay. Ich habe halt was gegessen, aber gut, wenn du so machst. In der Zwischenzeit trinke ich was. Boah, ist das eigentlich unendlich oder hört er irgendwann. Oh, okay. Ja, der hört irgendwann auf. Der Typ, den du zuerst umgebracht hast, der schaut genauso aus wie der. Wir sind ist sein ja. Kind, oder wie. Ja, genau. Oder eines ausgewählt. Gehen wir jetzt einmal außen rum und dann sind wir da oben. Wenn die uns nicht reinlassen wollten. Ja, im Endeffekt ja. Oh, ich glaube, hier hätten wir noch schleichen können. Jetzt ist egal. Ah, nein, so hoch geht mein Messer nicht. Oh Gott. Wir haben alles. Wir brauchen einfach nichts mehr suchen. Das ist schön. Guter Au! Wenn man nur hier oben schlägt. Nee, egal auch. Okay, dem hat's nicht so gut getroffen. Ah, flieg mein Me. Ah, sag mal, kann die mal ein bisschen so höher weit. Werfen? Die Reichweite wäre eh nicht gegen. Hey, schleichen wir doch ab jetzt. Los, bevor sie sich umdrehen. Ich glaube, wir schaffen es. Ich bin weiter vorne als du. Ey! Bitte? Wie ist das passiert? Das frage ich mich selber. Hey Leute, ich tanze euch weg! Ja, ihr müsst schon alle wegfliegen, ja? Gott, dance, oh, dance, dance, dance. So ungefähr. Ja. Ich schaue in die Richtung, das ist nicht gut. Was wär? Hä? Auf einmal ist hinter mir ein Gegner. Läuft. Läuft mit dem. Sie haben uns entdeckt! So schön, dass man Shift gedrückt halten kann und dann quasi unendlich rollt. Oh, achso, der war schon ganz tot. Versteck dich hinter dem Baum! E drück, versteck. Versteck mich ja hinter der Kirche. Hä? Was? Da konnte man sich sogar wirklich verstecken? Das ist ja witzig. Ich hoffe, die sehen mich nicht, weil ich nicht wirklich versteckt bin. Ich wette, die sehen mich gleich. Ist so unreal. Ja, bitte, die sehen Sie mich nicht. Uns oh, okay. Du hättest vielleicht nicht reinrennen ja. sollen, wenn die sich gerade wieder zurück umdrehen wollen. Die haben sich ja in die andere Richtung umgedreht. Also. Ja, die haben sich zur Wand umgedreht, sind zur Wand gegangen und wollten sich quasi gerade nach da umdrehen. Und naja, das reicht schon aus, dass das in ihrem Sichtfeld so ist. Würdest du den bitte der Greifen gehen? Ist dein Levelende oder? Sie haben uns gesehen. Geht sie hier lang? Au! Bitte? Teleportieren die sich einfach an mir vorbei. Fiese Ausweichtaktik von denen. Oh. Lol. Ja, das ist cool. Ich kann meinen eigenen Move abbrechen, wenn ich blocken drücke. Schau. Die leuchten hin. Ja. Naja, das ist der komplette Move. Mit dem gelben Schwertstreich.
Ich kann so. Das ist zwar witzig. Also ich kann mein Rundum-Ding nicht abbrechen. Oh, da kommen Gegner! Das sieht lustig aus. Der Sieg wird unser sein. Jetzt gnadenlos. Sie haben uns entdeckt. Kommen die Ritter. Die Tempelritter. Jetzt wir hassen sie aus dem Räder. Wobei, da fühlt man sich wie eine Einheit. Ja, genau. So wie die ganzen Sturmtruppen. Sehen auch alle gleich aus. Aber gut, das sind auch Klone. Wait. Zumindest die. Was? Es gibt zwar Klonkriege, aber das sind jetzt. Nee, die Sturmtruppen waren auch noch Klone, aber die, die dann in der. Im siebten Teil sind, das sind dann keine Klone mehr. Also, soweit ich das richtig verstanden habe. Bitte verrat mir nichts vom Sinn. Ja, das schon zu Ende? Das ging ja schnell. Das ist noch nicht einmal ganz Mitternacht. In 2 Minuten beginnt der 2. Weihnachtsfeiertag. Okay, jetzt am Rand von Mor Sigur. 3 Bonusziele. Der Großmeister erklärte mich zu einem schwarze Elite-Rittertruppe. Also alle Gegner besiegen ist ein Bonusziel. Wir müssen doch irgendwelche Leute retten, oder? Vorräte der Inquisitionsversorgung anzünden ist auch ein Bonus. Und Leute retten? Und, oh nein, dann kommt Kapitel 19. Hä? Also in Kapitel 8. Aber hier gibt's 3 Bonusziele und nicht nur 2. Hilfe! Hilfe! So, hä? Ach, ich bin zu weit oben gewesen. 17 kommt jetzt. Ihr siegt alle Gegner, Elite-Rittertruppe. Hä? Wieso ist da 18? Wir haben uns gesehen! Es gibt nur 17, nur, also das Wort Bonus existiert in dem Guide nur im 16. oder im 18. Kapitel, nicht im 17. Also ja. Okay, bist du schon reingejoint? Ja, jede Sekunde bin ich dabei. Aua, wie gemein. Habe Schokolade ausgepackt. Gott, dafür bist du nicht da. Ja, ihr habt mal da Bonus. Ach, Level. Oh nö, ich bin so groß. Hm? Ach gut, dann töte ich halt den großen Gegner. Der ist doch keine Herausforderung! Wer waren sie? Ein ketzerischer Kult, der in Kunde! Hunde! Hunde im hohen Gras, wie asozial. Konnte die gar nicht sehen. Pass auf! Im hohen Gras lauern wilde Pokémon! Ja, das ist so! Da lauern wilde. Warte, was Muffels! War hast verstanden? Oh, kennst du Muffels? Ich hab ja, schon Wolf. Achso, ja, doch. Ah ja, du hast ja Sonne. Das würde ja dann bei Zombie nicht so aussehen. Nach der Inquisition an. Ah ja, das ist mein stärkstes. Ist irgendwie witzig. Wollte Aria das nicht mal richtig trainieren. Und einfach stark geworden, weil es so sau OP ist. Wo versteckt ihr eure Wertgegenstände? Sprecht! Gnade! Check ich selbst. Ich habe nichts! Ich öffne mal diese Kiste, die du scheinbar ausgelassen hast, in deinem Gebiet. Hm, was ist los? Ja, das ist was für dich, Kombo des Zurückwerfens. Kannst du jetzt kostenlos einsetzen, sag ich. Was ist das für eine Kombo? Kombo des Zurückwerfens. Das ist, glaube ich, die, wo du links, rechts, links machst. Aber ich waren drauf und dran, mich in Stücke zu reißen. Scheiße, die sind überall Felsen. Wie komme ich jetzt wieder da rein? Ich habe einen Gerät. Wie denn da rein? Also, Vierer-Trupp. Ich hoffe, ich glaube, hier draußen war nur einer zum Retten. Ich habe noch keinen gerettet. Ich sehe nur Gegner oben. Mehr Gegner, noch ein Gegner. Und dann sehe ich noch den Silberpfeil. An dem wir noch nicht rankommen, weil es auf der anderen Seite der Mauer ist. Der anderen Seite der Macht. Nein, Mauer. Das ist für mich die Macht. Da vorne ist der zum Retten. Super. Das könnt ihr mir nicht antun. Ich bin unschuldig. Dann rechts mit der Maske. Sie haben uns entdeckt. Lol, jetzt gar nicht geglaubt, dass du es noch hinkriegst, den anderen zu halt zu drehen. Ich schulde euch mein Leben.
Ist der schon fertig? Hallo, zähl doch dazu! Ah, hat er schon. 3 von 3, nein. Er möchte einfach nicht dazu zählen. Hä? Aber vorher stand 1 von 3. Also muss der 2 von 3 oder nicht? Ja, jetzt ist 2 von 3. Ich dachte, es waren schon 2. Ja, dann passt doch alles, wenn es der zweite war. Ja, aber ich habe nicht gesehen, dass es oben aufgeleuchtet wäre. Wir müssen die falschen Kommandanten ausschalten, die im Dorf stationiert sind. Oder wir könnten uns vorbeischleichen. Aber dann sind die Dorfbewohner ihnen ausgeliefert. Okay, Kommandanten, bitte siegen. Die liegen alle am Boden, 5 Stück. Ich kann nichts. Ich kann sie nicht alle. Okay, da stehen sie leider wieder auf. Ja, du musst mir schon sagen, dass du hier lang gehst. Warum sollte ich den nicht zuerst retten? Ich wusste, ihr würdet uns nicht im Stich lassen, Herr. Oder ist was zu essen? Ja, das sind 2 Leute, die. Ja, die. Jetzt gleich sterben werden. Oh, du hast es geschafft, dich dran vorbeizuschleichen. Ja, easy. Nur wissen, easiger Trick! Bei den beiden bin ich mir nicht sicher, ob wir das hinkriegen. Doch, wenn ich hier ganz an den Rand gehe, müsste eigentlich hinhauen. Scheiße, da kommt die Gruppe von oben. Schnell, schnell! Hä? Es geht nicht mehr. Boah, wie unfair, die wussten noch nichts von mir. Warum gehst du denn überhaupt in die Richtung? Warum gehst du nicht in die Richtung, in die ich gegangen bin? Hat doch mit den 2 Armbrustschützen nichts zu tun. Ja, irgendwann hätten sie sowieso sterben müssen. Der gelbe Pfeil ist in deiner Richtung, also gehe ich jetzt nicht dort. Oh, wir müssen, hier ist eine Sackgasse zumindest. Sie haben uns gesehen. Lol. Wie auch immer ihr das gemacht habt. Wo läuft der? Absuchen. Ach so, er läuft zum Gong. Ah, so klingt einiges. Dann gehen wir eben den steinigen Weg. Willst du, dass er zum Gong läuft? Nein, will ich nicht, aber konnte ich ja nicht verhindern. Ui. Du kannst nicht oder du willst nicht. Wie jetzt? Ja, wie soll ich denn verhindern? Ein Messer in den Rücken. Das verhindert doch nicht, dass... Jetzt hör halt auf, mich umzuschmeißen! Axtman. Warum kann ich dich nicht eigentlich mit dieser Drehangriff... Greif mich nicht an, wenn ich dich angreife! Ja, müsste er nicht ein bisschen zittern oder sowas? Und nicht mehr angreifen können deswegen? Ah. Immerhin habe ich den Kommandanten erledigt. Alles hier. Super, Mission. Super. Geh mal die Treppe rauf. Welche Treppe? Ja. Die, die man nicht raufgehen kann. Das war ja der Witz. Du hast das vergessen. Hol die Kiste und du holst. Also immer da noch zu holen. Gar nichts. Du musst die Kiste noch eine Etage nach hinten nehmen. Ja. Wir brauchen noch, wir brauchen noch diese komischen Kommandanten. Und dann habe ich keine Ahnung, was das letzte Bonusziel ist. Durchsucht alle Häuser. Spät in jeden Keller. Kein einziger Ketzer darf unserem Zaun entkommen. Sie haben uns entdeckt. Okay, das hat nicht funktioniert. Scheiß Inquisiten. Bist du also jetzt schon da unten? Okay. Hol die Kiste ausgelassen, ne? Die Kiste. Au! Na, die da. Wenn diese Hurensöhne mich nicht um Ohren schmeißen würde. Hört doch auf damit! Ich bin schon unterwegs. Aus was für einer Entfernung der mich auch noch umwerft. Ich stehe so voll weit weg von dem und ich fall trotzdem um, wenn er sich dreht. Ah gut, die kann man auch umschmeißen damit. Ach shit. Das Wegrollen natürlich nicht. Ach und ja natürlich. Zweimal hintereinander spießt mich der Arsch. Warum? Ja. Warum dauert eigentlich dieser Gnadenstoß so lange? So lange würde ich mir nicht Zeit lassen, wenn ein Gegner auf mich zuläuft. Weil du ganz präzise zielst. Beim Gnadenstoß. Ist doch scheißegal! Einfach nur rein in dem ins Herz, fertig! Genau. Oder Kopf ab, da ist er tot! Ja, so schnell. Da soll er nur sterben! Mehr geht's mir nicht! Ah, die kann man schleich killen. Schleich kill? Ist das, hat keiner bemerkt. Wir sind entdeckt worden. Oh. Dir ist schon klar, dass der andere das eigentlich immer bemerkt, wenn sein Kumpel stirbt. Quatsch, die Gnadenstoß war weg. Der wusste nicht mal, dass er einen Kumpel hat, weil er ganz viel denkt. Und warum hat er sich da auf einmal umgedreht? Hast du gerade gesehen? Die Pfeile von denen sind durch den
Typen, den ich gerade bekämpfe, durch, obwohl er so ein Fettkranz ist. Die haben mich dann getroffen, so asozial. Warte. Und der Typ, der hat das nicht bemerkt, schau ihn dir an. Und knick. Der war klasse. Ja, so leicht kann man einen total schweren Gegner besiegen. Komm, Betty. So. Weg. Dann müssen wir nur noch das nächste Bonusziel finden. Au. Stellt den Inquisitor. Ich will den aber nicht stellen. Ich hol erst die Bonuskisten. Und bewegt man sich viel besser vorwärts im Kampf. Was? Nee, das war ja gar keine Kiste. Das hier ist keine Kiste. Nein! Nein! Lass mich halt auf dich drauf, Kuhn! Ah. Schön, jetzt ist der Bogenschütze wieder am Leben. Ich hätte es vielleicht auch hier bleiben können und mal helfen gegen den. BTF, warum ist das Spiel gerade hängen geblieben? Hallo, komm wieder. So witzig, wie die beiden sich verprügeln. Ja, was soll ich denn dagegen machen? Ja, der Fett, der auf mich zuläuft. Aber wie viel hältst du aus? Ich dachte, du bist genauso ein schwacher Typ wie die anderen, die keine Maske aufhaben. Oh, ich konnte man nicht klappen. Ich werde euch zurechtstoßen. Das war ein verbuggter Kind. Ich fasse es nicht, dass Isaiah entkommen ist. Schon wieder. Weit kann er nicht sein. Wir werden ihn finden. Okay, du willst nichts essen? Wir werden ihn finden und zur Strecke bringen. Wo läufst du lang? Wir müssen hier rüber. Ja, essen! Okay. Geh zu den beiden Bonuszielen. Wenn ich dann mal nach links abbiegen darf. Welche Bonusziele? Welche Bonusziele? Das sind keine Bonusziele. Nein, die beiden Silberpfeile, mehr meine ich ja nicht. Das sind aber keine Bonusziele. Ja, auch nicht. Isaiah, der gute Isaiah, den muss Marie erledigen. Das habe ich letztes Mal auch gemacht. Nein, muss nicht. In der Zwischenzeit können wir jetzt nicht mal an meinen Gegner. Dann sollte auch keiner von den anderen mir hinterherlaufen. Ja, tut mir leid, aber der Dicke braucht ein bisschen mehr Zeit. Okay, Killmove ist erledigt. Ging schnell bei denen. Bin ja gleich da. Ah, okay. Lockt ja so geschickt. Versuch die ganze Zeit diese eine Combo zu machen, die free ist gerade. Aber, oh, ja, jetzt habe ich es nicht hinbekommen. Ketzer, Apostat, ihr werdet brennen. Nein, wir sind ja keine Umschutz. Der eine tut mir leid, ich muss die andere vielleicht Gnaden schließen. Hallo? Was haut der für eine Combo raus? Sowas darfst du gar nicht! Ja. Niemand darf hier kombinieren. Wenn die nicht so lange brauchen wir zum Essen, hätte ich jetzt auch keinen Schaden dadurch erlitten. Er muss ja 10 Stunden fressen. Reicht ja nicht einfach die Hand da rein zu halten. Chill dich, ist dir das gerade auch so? Ich hoffe, das hilft dir. Hallo, lass mich doch mal schlagen! Da kommen übrigens neue, au. Ihr könnt nicht siegen, Gotteslästerer! Gott selbst führt... Du bist doch der Gotteslästerer! Weißt du, die Bösen haben manchmal einfach nur eine sehr blöde Welt an sich. Ja, genau. Es gibt eine große Kategorie Bösewicht, der eine Umarmung braucht. Umarmung. Braucht ein Messer in den Rücken und nichts anderes!
Tempel mal in der Nähe. Alles zu beginnen. Hä? Oh, was? Au. Oh. Wäre nur doof, wenn er. Sehr gut. Ah, na also. Oh. Endlich ist dieser Unheil tot. Ein Glück. Aber weiter geht es erst im nächsten Part. Bewerten nicht vergessen und ciao. Was sonst? Monster zu erschaffen gehört.